kleines Update, 13. August heute. Wie ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen habt, ging es nochmal so ein bisschen an die See. Ostsee sind wir früher oft gewesen, damals mal Glove, jetzt war es mal Kreimüritz. Gute Erinnerung an frühere Urlaube, vor allem auch an frühere Strandurlaube. Zu meiner Überraschung war es so, dass man diesmal dann auch wieder relativ viel am Strand abgehangen hat. den klassischen Strandurlauber rauslängen lassen hat. Aber auch einiges an Schwimmen wieder zurzeit. Ihr habt es ja schon, wer mich auf Instagram verfolgt, wird das schon sehen, dass mir zurzeit das Schwimmen wieder extrem viel Spaß macht und ich da ja am meisten gerade für mache. Zurzeit ist es irgendwie so, dass das Radfahren ist so ein bisschen hinten angestellt. Fokus aber jetzt Schwimmen. Vielleicht letzte Woche war ich ja schon beim DLRG. Brückenschwimmen war es, genau, in Brandenburg, Brandenburg an der Havel. Dann vorgestern in Potsdam beim DLRG-Schwimmen, das Inselschwimmen. Geiles Event, kann man, finde ich, noch besser machen. Ein bisschen, klar, DLRG ist nicht der Hauptfokus da, so ein Event, wie sage ich mal jetzt beim Triathlon aufzumauscheln da, aber so mit ein bisschen musikalisch, der Malung und sowas alles, könnte man da echt viel draus machen, finde ich, gerade weil die Szenerie ist halt auch mega geil, nicht? Du schwimmst ja quasi um die Freundschaftsinsel in Potsdam rum. Und viele Zuschauer, so ein bisschen wie in Rot, können die Leute quasi dich verfolgen, wenn du schwimmst, können quasi auf der Insel mitgehen, deinen Support, und dich da filmen und anfeuern und was auch immer. Also eigentlich ein geiles Setting. Einfach nur das so als Feedback, habe ich denen auch schon gesagt. Da wird sicherlich noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr passieren. Wäre auf jeden Fall cool. Von daher war der Triathlet mal wieder auf Abwägen. Hat sich im wahrsten Sinne des Wortes unter die Schwimmer gemischt, unter das Getümmel da. Wurde auch wieder gut gekämpft auf den ersten Metern. Da war die erste Richtungswechsel war nicht eine Boje, sondern war die Brücke bei der Freundschaftsinsel und da wurde gut um die Position gefightet. Also dann hatte ich ja auch die Uhr an, die Garmin kam dann jetzt irgendwann doch wirklich immer an nach gefühlten 1000 Wochen Lieferungsschwierigkeiten. Aber was soll ich sagen? Ich habe gerade mit dem Mediamarkt Fritzen telefoniert, ich werde sie wieder zurückschicken, denn ich bin nicht wirklich happy mit der GPS-Messung. Wenn ich mir, also warum habe ich mir die Uhr geholt? Nicht klar, Lifestyle, sieht geil aus, geil für den Alltag so, aber hauptsächlich habe ich sie mir fürs Laufen, für ein geiles GPS-Signal beim Laufen geholt und eben auch für so Freiwassereinheiten. Ich bin jetzt kein Fan, auch Coach Jan nicht dafür, dass man eine Uhr im Becken um hat, weil es ist ja irgendwie doof, wenn du dann quasi wieder am Beckenrand kommst und willst du ja mit Power dein Set beenden und nicht da irgendwie noch an der Uhr rumfriemeln müssen oder vorher vom Start auch nochmal drücken und dann erst los so. Also das ist mir immer irgendwie nichts. Da gucke ich lieber auf die Uhr vom Freibad oder von der Schwimmhalle halt. Da gibt es ja auch meistens so eine Uhren, die da mitlaufen. Und im Freiwasser wäre natürlich jetzt geil gewesen, aber ich muss sagen, kann das leider nicht bestätigen, dieses geile GPS-Signal. Da sind teilweise, also entweder schwimme ich auf einmal 1,20 auf 100 Meter, was ich ja sicherlich kann, aber nicht in der Länge. Oder wie gestern hatte ich so ein, bin ich nochmal an den See gefahren abends, so ein bisschen chilliges Cruisen im See und bin dann 1,44 im Schnitt 100er geschwommen, also die 100 Meter. Was halt zu langsam ist, so. Das kann man ja mittlerweile einschätzen. Und von daher ja, sehe ich da nicht ein, die über 200 Euro, 290 Euro waren es, glaube ich, dafür zu zahlen. Zum Glück konnte ich es nochmal zurückschicken, muss ich mir jetzt nochmal überlegen, wie ich das jetzt weiter angehe. Entweder, vielleicht war es auch nur ein Pech jetzt mit der Uhr, manchmal hat er einfach Pech mit dem Exemplar an sich. Mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ihr habt ja auch gesehen, beim DLRG-Schwimmen, ein Triathlet kann durchaus auch was bei den Schwimmern erreichen. Also zweimal Podium, 800 Meter und 1700 Meter. Ich habe schon zu den Coach Jan gemeint, dass, gibt übrigens noch hier noch Nummer 2, 5, 6, nee, 2, 6, 5 war ich. dass ich die Pace von 1,30 ungefähr bei den 1700 Metern noch gefühlt ewig durchschwimmen hätte können, aber irgendwie keine Sekunde schneller auf 100 Meter. Gut, jetzt habe ich natürlich schon die Stunde vorher die 800 Meter auch hart gemacht, aber
Also da muss noch was an der Technik, an der Schnelligkeitsschraube auf jeden Fall noch gedreht werden in den nächsten Monaten. Und da muss natürlich noch mehr gehen, also so 1,25 auf 100 Meter, so der Schnitt, das wäre schon geil, wenn ich das nächste Saison drauf haben würde, bei einem 70-3-Event zum Beispiel. 1,25, ich glaube, da bist du dann wirklich ganz, ganz weit vorne mit dabei, bei den Amateuren. Und so ein First Out of Water hätte ich auch gerne noch irgendwann, es wird irgendwann kommen vielleicht, es könnte aber noch lange dauern. Also, ich bleib dran, ja. Dranbleiben ist sowieso immer das Wichtigste. Okay, also kleines Update. Schwimmen macht so viel Spaß wie nie zuvor. Garmin-Uhr geht leider zurück. Und ein letztes noch. Also ich habe ja auch, obwohl ich im Urlaub teilweise war, die Europameisterschaften, das erste Mal die European Championships verfolgt. Und ich muss sagen, ich habe wirklich übelst viel gesuchtet. Klar, Schwimmen zurzeit, weil es eh Spaß macht. Schwimmen, Radfahren, klar, Triathlon auch Leichtathletik. Aber ich finde auch so, ihr könnt ja mal sagen, wie das bei euch ist, so wenn ich mir zum Beispiel diese Schwimm-Events da alle angucke, so, dass mir das schon irgendwie was gibt so, und ich da so inspiriert bin und dann auch, ja, ich würde fast sagen, dann die Einheit danach irgendwie besser läuft, weil du halt irgendwie motiviert bist, du hast die Schwimmen gesehen, denkst dir, boah, das willst du jetzt auch umsetzen, und dass das noch so einen kleinen Zusatzboost, einen Kick gibt, täglich. Fand ich zumindest so, ich bin da so ein Fuchs, der sich da viel rausziehen kann. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das gemacht habt, ob ihr da auch so viel gesuchtet habt jetzt bei diesem neuen Championship-Format. Fand ich sehr geil, hoffe, das kommt wieder. Alright. Leute, peace out. Bis zum nächsten Video. Haut rein.